Beurteilung machen. Die die kleinen Leute dazu zwingen will. Dass ich zu meinem eigenen Leidwesen. Ich weiß, dass es zum Teil schwierig ist. Ein Jahr lang, von Neujahrsansprache zu Neujahrsansprache, bin ich in den Deutschen Bundestag gegangen. Guten Morgen. Ich wollte wissen, was sieht jemand, der nicht als Journalist dorthin kommt, sondern der als Bürger da sitzt. Also, der sich fragt, wie geht ihr miteinander um? Wie fallen Entscheidungen? Welche kleinen Dramen, welche Nebenhandlungen sind zu sehen, wenn man sich ausschließlich auf den Augenschein verlässt? Ich habe nicht mit Politikern geredet, ich habe nicht mit Journalisten geredet. Ich wollte keine Hintergrundinformationen. Ich wollte nur da sitzen und schauen, was passiert. Ich habe in diesem Jahr sehr Amüsantes, sehr Schockierendes, manchmal Dramatisches, manchmal Rührendes erlebt. Es hat kleine Dramen gegeben, die keine Kamera gezeigt hat. Es hat medizinische Unfälle gegeben, Protestaktionen, die nirgendwo erschienen sind. Man überlässt dieses Hohe Haus immer den Journalisten oder den Politikern. Das sind die beiden Gruppierungen, über die wir etwas aus dem Parlament erfahren. Aber wir Bürger? Es geht doch um uns. Wir zahlen das. Es ist unser Parlament. Also es ist unser Recht zu gucken, wie wird über uns entschieden? Wie gestalten Politiker unser Leben? Und tun sie das tatsächlich?